und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von Studio 71 Facting! Yay! Genau vor einem halben Jahr hatte ich das Bewerbungsgespräch bei Studio 71 und da kann ja einiges schief gehen. Jetzt kam sogar eine Studie heraus, wo die 269 Top-Manager mal zusammengefasst haben, was sie für skurrilste Situationen bei Bewerbungsgesprächen erlebt haben. Und das seht ihr jetzt. Hallo, guten Tag. Ja, ich bin Robert. Hab leider nur 2 Minuten Zeit. Also ganz schnell, ich habe studiert, war auf Gymnasium, bin relativ fähig im Berufsleben und passe, glaube ich, perfekt in diese Firma. Muss jetzt aber leider wieder gehen. Deswegen auf bald! Moin! Na, alles fit? Das wär's dann soweit von mir. Ich hätte da nur noch eine Frage. Wie sieht's denn aus mit sexueller Belästigung? Wird man da gefeuert oder ist das... Sieht das da aus? Ich habe gehört, Sie haben einen Job für mich. Der liebe Herr Geschäftsführer. Ich, Chef, du nichts, oder? Prost erstmal. Ich hab gehört, wir gehen bald mal zum einen trinken. Ich möchte mich hier in Ihrer Firma bewerben. Chef, ich habe folgende Ambition. Und dann fällt mir noch Folgendes ein. Entschuldigung, wo waren wir stehen geblieben? Wie ist das eigentlich hier mit dem Kranksein? Also ich meine, wie viele Tage darf ich krank sein, bis ich nicht mehr bezahlt werde oder bis irgendeine Mahnung kommt? Also nur mal so frage ich das. Ich müsste einmal kurz auf die Toilette. Ah, Sie haben also auch Kinder und Familie. Super. Oh, ein Foto. Oh, was ist denn das für diese fiese, fette Kuh? Ah, oh, da muss man den Tierschutz holen. Oh, wegsperren sofort, bevor es Eier legt. Junge, Junge, waren das peinliche Situationen. Teilweise waren es echte, teilweise haben wir sie uns zusammengereimt. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr glaubt, welche echt waren und welche nicht echt waren. Außerdem könnt ihr noch mal in die Kommentare schreiben, was euch in Bewerbungsgesprächen passiert ist oder euren Freunden. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei den News wieder. Wie sieht's denn aus mit sexueller Belästigung? Jetzt muss ich lachen. Warte, ich muss kurz überlegen. Wird man da gefeuert oder? Genickt. Job für mich? Ich kann das nicht so sexy.